Mamma mia! Unperfekt! Mein Überleben als Mutter. Wuhu! Okay, ich weiß, es ist eklig. Es ist mir total bewusst. Aber es hilft ja nichts. Wir müssen noch drüber reden, ja? Und uns austauschen. Und vielleicht dann ein Leben haben, was noch ein bisschen einfacher ist. Okay. Ich weiß nicht, wem das noch so geht, aber mir geht es so, seit ich schwanger war, habe ich eine totale Konfirmandinnenblase. Konfirmandinnen, Sextanerinnen, ich weiß nicht, woher kommt es? Ich muss viel öfter auf Toilette, ich habe gefühlt weniger Fassungsvermögen. Ich gehe aber sehr gerne wandern und das ist ein bisschen ein Problem. Und also natürlich, was machen alle Leute, die pinkeln dann in den Wald? Aber ich möchte nicht, es ist kein schönes Gefühl, so, also sich so zu entblößen und ne, für alle, denen es noch so geht. Ich habe gedacht, die Pipi-Pappe könnte eine Alternative für uns sein. Okay, also es ist im Prinzip wie so ein Trichter, den man im Stehen anlegt und dann muss man wirklich, im Prinzip wie die Männer, ja, nur so ein bisschen Hose auf. Das war auch noch nie offen hier, ne? Und auch das werde ich euch nicht mehr zeigen, nachdem ich es benutzt habe. Okay. Okay. Aha. Also dieses Schiffchen hält man sich dann so in den Intimbereich, pinkelt da rein und da vorne kommt es wieder raus. Ich kann mir vorstellen, dass es klappt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein totales Desaster ist. Es ist auf jeden Fall zumindest umweltverträglich. Steht jedenfalls drauf. Ist doch vielleicht wirklich eine ganz gute Möglichkeit, wenn man unterwegs ist. Oder auch, wenn ein furchtbarer Stau auf der Autobahn ist und man nicht weiß, was man tun soll und man irgendwie an die Böschung muss. Typische Anwendungsgebiete, Großveranstaltungen wie Volksfeste und Festivals, Reisen im In- und Ausland, Ausflüge in die Natur, nicht ohne meine Pipi-Pappe. Während der Schwangerschaft, aha, um dem Infektionsrisiko auf öffentlichen Toiletten zu entgehen, in Kneipenclubs und Discos, ja, wir wissen alle, wie es da aussehen kann. Auf der Skipiste, kann ich damit meinen Namen pinkeln? Wirkt jetzt nicht so zielgenau, ne? Aber wer weiß. Okay, ich werde berichten. Und als letzte Alternative, also als Alternative zu der Pipi-Pappe, habe ich mir das Uri Travel. Ernsthaft, sieht es wirklich dann aus wie eine Toilette? Also dieses Bild hat mich ein bisschen verzaubert. Ah ja, hier sieht man es nochmal genauer. Öffnen Sie den Deckel. Entfalten Sie den Kunststoffbeutel. Legen Sie Uri Travel an. Urinieren Sie in die Öffnung. Schließen Sie den Deckel. Drücken Sie auf die Mitte des Deckels. Das Granulat wird die Flüssigkeit 20 bis 30 Sekunden eindicken. Und nach der Verwendung kann Uri Travel im Mülleimer entsorgt werden. Okay, also das ist das Katzenklo für unterwegs. Ohne Katzen. Okay. Aha. Okay. Aha, aber ich verstehe. Anderthalb Liter hier, hä? Hier ist Raum für Entfaltung. Jetzt könnte ich hier rein Pipi machen, ja? Dann würde ich den Deckel zumachen und dann drücke ich hier drauf und dann wird hier das Granulat freigelassen sozusagen, ja? Und verdickt es dann. Wahrscheinlich, damit hier nichts mehr rauskommen kann, wenn es zu ist. Okay, und dann schmeiße ich es weg. Das ist bestimmt nicht umweltfreundlich, ja? Das würde ich keinesfalls im Wald liegen lassen. Aber von der Form her kommt es mir schon so vor, als ob das ein bisschen mehr für mich gemacht wäre als das. Ja, das ist einfach ziemlich ungefähr. Und das hat schon mal diese Kurve, ja? Ich weiß es nicht. Ich werde alles mal ausprobieren und euch hinterher sagen, wie es bei mir funktioniert hat. Ob ich ernst bleiben konnte, ob Desaster passiert sind. Ich bin so gespannt. Es wird bald auf dem Mamma Mia Betriebsausflug alles sehr ordentlich von mir getestet werden und dann gibt es ein Update. Also mein Plan war jetzt,
sowas wie das hier zum Wandern mitzunehmen und sowas wie das hier im Auto zu haben, im Handschuhfach. Eins davon einfach, ja? Damit man zur Not, ist ja vielleicht auch nicht so schlecht, wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist. Okay, also ich denke, es ist eine eklige Freiheit, aber es ist vielleicht eine Freiheit. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon habt. Ich habe auch andere Themen zu bieten. Und ich sehe euch ganz bald wieder. Macht's gut. Mua. Tschüss. Just do it and flush. Just do it and flush.